Ja, Tag schön, Paul hier und hab wieder mal hier ein Kupferrohr in der Hand. Und ja, ist jetzt wieder ein bisschen drücken, ne? So, den stell er mal schön in die Sonne, damit das Wasser schön kühl bleibt. Ja. Und ich muss ja mal Danke sagen. Danke für diesen wunderschönen Mini-Schraubstock. Mein lieber Hiob. Nee, war das Hiob? Nee, ach, sorry. Triame, Dankeschön. Ja, kommen wir schon mit den Kanalnamen durcheinander, weil ich im Moment mit so vielen Leuten in Kontakt stehe. Und ja, ist einfach wunderbar. Ja, das Internet hat sich gewandelt für mich. Ja, von steril zu unsteril. Das, ja, einfach mal der helle Wahnsinn. Ja, einmal den Mini-Schraubstock. Ja, ich habe hier noch ein paar Schrauben bei mir gefunden. Damit habe ich den wunderbar montiert gekriegt. Siehst du, wenn man alles aufhebt, kriegt irgendwann alles seinen Platz. Ja, außerdem war in dem Paket noch was drin. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Genau. Ach, da oben habe ich es versteckt. Ja, Fräsbohrer. Geile Sache. Der Mann ist ein Gedankenleser. An diesem Tag, wo er mich angeschrieben hatte, da habe ich vormittags noch gedacht, ah, jetzt bräuchte man noch ein paar Fräsbohrer. Und naja, da ist auch nicht mehr draus geworden, als dann am Nachmittag der liebe Enrico schrieb, ja, ich habe ja noch Fräsbohrer. Kannst du haben, wenn du willst. Und da sind sie. Boah. Ja. Die Macht der Gedanken. Irre. So, die haben wir schon mal da oben verstaut. Und dann habe ich ja noch irgendwo eine rote Schachtel. Genau. Ja, da sind jetzt noch mal. Ich jetzt mit meiner Hand. Ja, doch. Ja, hier sind noch mal Stahlbohrer drin. Habe ich von meiner Frau schon ein Packen gesponsert gekriegt, ne? Ja, und jetzt habe ich hier Jute-Ersatzbohrer. Was ich richtig gut finde. Ja, die packen wir uns erstmal hier so schön hin. Ja, und jetzt kommt ja die Überraschung. Ja, da war ich ja völlig plemplem, als ich das gesehen habe. Ja, da war noch was mit drin und da hatten wir nicht drüber gesprochen. Ja, und zwar Natrium-Wasserglas. Ja. Werde ich einmal sehr gut gebrauchen können. Ich weiß auch schon wofür. Die Flasche hier werde ich mal aufheben. Wenn ich dann eines Tages das Klimatrohrprojekt hier weiterbaue, dann werde ich das nochmal gut gebrauchen können. Das brauche ich nämlich für den Schauberger Zement im Klimatrohr. Jo. Und ich denke mal, der eine Liter, der könnte sogar reichen. Also, wenn das Zeug sich beim Aushärten nicht zusammenzieht oder groß expandiert, dann müsste das von der Menge, naja, wird knapp. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie so eine Flasche aussieht und die PZN-Nummer. Ja, super. Mit dem Zeug hier kann man so Eier konservieren, ne? Muss man verdünnen. Ja, den Liter hier auf 9 Liter Wasser verdünnen und dann kann man da 100 Eier drin einlegen und dann halten die sich. Ja, weil wenn die Eier nicht nur ihre Kalkschicht haben, sondern auch noch hier diese Natrium-Wasserglasschichte und das macht ja da, naja, das ist da nochmal eine extra Diffusionsschicht und da kommt nichts drin, nichts raus, gar nichts und so macht man Eier haltbar. Naja. Also da kommt man ja schon in Schwitzen, ne? Ja, eine halbe Stunde und bin fast fertig mit dem kurzen Stück hier. Ja, lasst
30 Zentimeter sein oder 25. Habe ich jetzt ja kein Messgerät hier. Ach Mensch, da liegt ja sowas. Ja, habe ich da gut geschätzt. Also, wer denn es genau wissen will. 25 cm lang. Ja. Und effektiver Eindruck. Strecke 20 cm. Ja, weil wenn man jetzt die Rohre noch irgendwie verlöten will oder so, dann darf man hier nicht die Enden nicht mitdrücken. Weil sonst passen die zum Beispiel nicht mehr ja, in so eine Winkel zum Beispiel rein. Ne? So passen sie. Man sieht ja nicht mal mehr, das passt. Achso, das ist ja, weil hier noch Zinn dran ist. Naja, sollte schon noch passen, ne? Da muss man ein bisschen drauf achten. Jo. Fast fertig mit drücken und dann gibt das mal noch eine Schönheitsbegutachtung, haha. Und dann werden wir mal weiter gucken. Schaut mal, ich habe hier also ein bisschen rumgedrückt heute und das gleich mal montiert am hyperbolischen Trichter. Ja, den muss ich jetzt bloß noch mal ausrichten. Ne? Den habe ich glaube ich ein bisschen aus dem Lot gebracht und das Lot ist wichtig. Den kennt man jetzt erstmal im Lot. Immer schön mit den vier Himmelsrichtungen arbeiten, wenn man so eine Sachen ins Lot bringt. Ja. Mehr braucht man eigentlich nicht dafür. Ja, bei so runden Sachen halt arbeite ich ständig mit den vier Himmelsrichtungen. So, fertig. Ja, und ihr. Haltet jetzt mal alle aus und macht euch einen schönen Samstagabend. Bis gut, liebe Leute. Ja, so wie der Pauli hier. Ja, nachdem ich mir jetzt mal am Wochenende so freigenommen habe von die Rumröhrerei. Ja, naja, heute der Tag fing schon wieder ganz gut an. Frühstand. Postfrau vor der Tür und hat mir ein Paket mit zwei Gläsern gebracht. Ja. Vielen lieben Dank dafür an Henry. Genau. Ja, da haben wir einmal Pferdemist. Und zwar hier in dem linken Glas frischen Pferdemist mit effektiven Mikroorganismen versetzt. Und hier in dem rechten Glas ja, haben wir jetzt schon Pferdchen. So, ich gehe mal kurz ein bisschen in einen etwas lichteren Raum damit. Ja. Hier sieht man ja schon schön. Ja, fertig. Riecht nach nichts. Und dann haben wir hier frische Pferdeäpfel. Ja, das sieht man auch wieder nicht so gut. Heute lässt uns die Sonne ein bisschen im Stich. Ja, und? Naja, riecht ein bisschen. Aber nach nichts Schlimmes. Also nichts abartig jetzt so. Weil sonst riecht er Pferdemist, der riecht ja immer bis zum Himmel. Wenn ihr Nachbarn drei, vier Häuser weiter mal einen frischen Pferdedunk bekommt, ja, das riecht mal im ganzen Dorf. Aber der hier riecht nicht. So, lass richtig zu, genau.
So, jetzt stellen wir die nochmal im Dunkel. Weil wir wissen ja, die kleinen Helferchen, ne, die mögen das nicht so hell. So, mal rüber. Jo, jetzt muss ich da nur noch ganz genau überlegen. Mit was wir was präparieren. Jo, ich dachte, im frischen Pferdemist, ja, wo ja noch sehr hungrige EMs drin sein müssten, die werde ich dann mal in meine, entweder in meine Scheißetonne oder in meine Küchen- und Küchen- und Grünabfalltonne geben. Ja, aber ich habe jetzt ja zwei Gläser, ne? Hm. Ja, müsste man mal alle beiden Gläser darin nehmen. Ja, und Ende August kriegen die ja dann sowieso nochmal Nachschub, ja, an der Front. Gut, dann bedanke ich mich erstmal. Schönen Dank, Henry. Ja, dann bis die Tage. Bis demnächst. Tschüss.